Feelgood Podcast, der erste im 2020 und es ist eine riesige Ehre mit Mike Müller. Vielen herzlichen Dank, bist du da und ich hätte fast müssen absagen. Warum? Ich habe irgendwie etwas Schlechtes gegessen und die ganze Nacht nicht pennt, Bauchkrämpfe, was weiß ich. Und dann habe ich gedacht, nein, aber der Mike, es kommt ja der Mike. Also so, dass du die WC-Schüssel und das Bründchen gleichzeitig brauchst. Quasi. Nein, es ist, und es ist leider nicht so viel gegangen. Es war wirklich einfach der Krampf. Oh, und es hat sich wie nicht verschoben. Aber, du hast nicht Medikamente genommen, die du noch nie genommen hast oder so? Nein. Drogen, die ich noch nie genommen habe. Aber. Selten Bauchkrämpfe. Yeah. Höchstdosiertes Voltaren oder so. Aber dann habe ich mir überlegt, ein Podcast ist jetzt noch easy möglich. Mit Fieber Theater gespielt habe ich ja schon. Was ist bei dir der grösste Ausnahmezustand gesehen, wo du mal auf der Bühne hast müssen durchstehen? Sicher auch mit Fieber. Mit Fieber spielen. Also man kann sich ja dann aufklopfen, oder? Mit Konzentration, Adrenalin, Angst. Für die 2 Stunden oder was es ist. Und nachher bist du aber komplett am Arsch. Und nachher brichst du zusammen. Ja. Und einmal hatte ich auch noch richtig Angst gehabt. Dort haben wir für den Film, und jetzt nicht mehr weiss, wie er heisst, super, haben wir etwa 4 oder 5 Stunden haben wir immer wieder von der Gehbrücke müssen runter ins Wasser und spielen und dumm tun bis zu der Gemüsebrücke. Und es war ein sehr schöner Herbsttag gewesen. Alle haben nachher gesagt, was ist eigentlich das Problem gewesen. Aber die Tatsache ist, nach der ersten Brücke kommt das kalte Seewasser rauf. Und das war etwa 16 Grad gewesen. Und dann bist du einfach irgendwann, du kannst nicht mehr, einfach weil du so verrührst. Und ich hatte dann noch Wiederaufnahmen im Neumarkt und hatte fast ein bisschen früher müssen gehen, also einfach nach ein paar Stunden und laufe so zitternd dort rauf und dann denkt, nie und nimmer stehe ich jetzt 70 Minuten auf dieser Bühne und mache den Löw. Und dann ist der Raffi Sanchez gekommen, der Regisseur, der hat ein bisschen geprobt, hat 2 Gocke reingestellt und gesagt, das plus Adrenalin und du wirst es schaffen. Aber er hat nachher dann auch gesagt, er hat, glaube ich, eine grosse Schnorre gehabt. Aber es ist natürlich gegangen, man hat dann einfach, man weiss nicht, wie man reagiert. Aber mit Fieber spielen ist nicht lustig. Und auch mit den ganzen Verkältungen, wo man nicht weiss, wenn kommt der nächste Koder raus, kann ich ihn noch bremsen, wenn ich an der Rampe stehe, so dass ich ihn nicht ins Publikum rausschleudere. Das kommt in den Namen. Einfach so ein bisschen grusig. Grusig und für nichts. Und das ist ja speziell an der Live-Situation. Das ist gerade in der heutigen Zeit. Also wir machen jetzt auch einen Podcast, wo man jederzeit eine Pause könnte machen, wo man nachher noch sagen kann, schnitzt das denn bitte raus. Und bei der Live-Situation, wenn jetzt in der ersten Reihe jemand anspuckst, dann ist es passiert. Ist passiert, ja. Aber es kann dann natürlich auch passieren, dass es Zuschauer zusammenlegt, oder? Das ist mir auch schon passiert, mehrmals. Aber kriegst du das denn mit? Ich krieg das eben selten mit. Ich habe dann ab und zu mal gehört, hinten müssen wir jemanden rausholen oder so. Ja, wenn es in der ersten Reihe ist, dann bekommst du es halt einfach mit, oder? Oder du merkst Stundenruhe und so. Und das ist schon mal im Neumarkt passiert. Die erste Reihe hat eine Dame zusammengelegt, das habe ich aber nicht gewusst, wegen Unterzuckerung. Mhm. Und dann haben wir die Dame rausgedreht. Und das waren Ärzte, junge Ärzte rum gewesen, und die haben die gefragt, ist das heavy? Weil dann hat er nicht weitergespielt. Ich hatte keine Lust gehabt. Sie gesagt, nein, das ist Zucker, easy, spielen Sie weiter. Dann bin ich eine Ansage machen wieder und weitergespielt. Und an diesem Tag bin ich dann ins Theater gekommen und auch eine Techniker tanken, oder? Und auch dem älteren tschechischen Requisiteur, der längstens pensioniert ist, und gesagt, oh, gestern hast du die erste Reihe zusammengebrochen. Und gesagt, ja, das ist nicht schlimm. Ich sagte, ja, also es ist bewusstlos, ja, 1. Reihe Mitte, kein Problem, 7. Reihe hinten, Kotze, grosses Problem. Oder wenn der Zuschauer stirbt, ist auch blöd, hast du schon erlebt? Ja, 2-mal schon erlebt. Oder wenn Schauspieler stirbt auf Bühne, auch schon erlebt, alles erlebt. Und ich habe gesagt, okay, ich lass ihn mit meinen Anekdoten. Es gibt immer jemanden, der es noch toppen kann. Absolut. Ich habe die Programme gesehen in Arosa. Mhm.
heute Gemeindeversammlung und bin wirklich hellauf begeistert gesehen. Und dann habe ich mir lange überlegt, ob ich dir das schreiben soll oder nicht. Und ich finde, es ist ja mega blöd, wenn irgendwie so der Jungspund dann schreibt. Hast du denn aber? Genau. Und dann habe ich gefunden, komm, ich schreibe jetzt einfach, weil wir haben uns nicht gesehen dort. Und das ist wirklich sensationell. Ja, danke. Wirklich. Danke. Du hast mir schon mal geschrieben, weil du hast irgendetwas im Radio gehört, glaube ich, gell? Von der Gemeindeversammlung und hast mir gesagt, ich habe etwas falsch ausgesprochen. Wo ich die Baseldeutsch korrigiert habe. Und das habe ich mir aber nur erlaubt, weil du mal mit Zürichdeutsch unbedingt korrigiert hast. Ich habe es aber nicht gehört. Und ich habe das wahnsinnig geschätzt. Ja, nein, das finde ich, das kann man immer machen, oder? Also, was steht im Patrick Freys im Atelier? Das Bessere ist der Feind des Guten. Also, wenn man besser werden kann, kann man besser werden. Und der Witz war, mein Regisseur, der Raffi Sanchez, ist ja eigentlich Basler oder von Asch, das ist ja nicht Basel. Hm. Und der hat es aber noch nicht gehört, oder? Weil der Satz war, wenn man es doch überlegt. Und ich bin voll überzeugt, das ist richtig, er hat es nie gehört. Und überlegt. Ja. Ist natürlich richtig. Ja, ja, ich habe den Rosa habe ich gelost. Ich habe nicht mehr gewusst, was Wort war. Ich habe es gar nicht gemerkt. Man war ja korrigiert. Eben. Das heisst, in jeder Vorstellung denke ich mindestens einmal an dich, Joel. Das tut mir wahnsinnig sicher? Leid. Nein, es gibt so Zeug, wo du in der Vorstellung überlegst, das ist der, hat man den gesagt. Ein anderes Wort ist der Satz, ich habe schon am Telefon gesagt, sie müssen an den Spruch feilen. Und viele, da kommst du fast nicht drauf, dass das viele heisst und nicht viele. Oder so feile. Feile wäre sogar Alt-Baseldeutsch, oder? Wäre so ganz korrekt, ehrlich. Feile, das gibt's. Aber sagt niemand mehr. Sagt niemand mehr. Und im Theater, dem Theater, das ich jetzt mache, oder in dem Stück zumindest, brauchst du einen Spruch, wo es einigermaßen gibt. Das heisst, du darfst auch etwa die ungenau sein. Also ich bin nicht mehr der Dialekt-Nazi, den ich vor 20 Jahren war. Weil die Verständlichkeit geht vor. Das ist so. Oder? Und Verständlichkeit muss in einem gewissen Tempo auch möglich sein. Ich habe als Beispiel einmal Appenzeller Schauspieler gehabt. Und der hat den Satz müssen sagen, also in seinem Dialekt, in meinem Dialekt würde es sagen, du musst mindestens 48 Stunden fort sein, damit das vermisst gilt. Und dann ist er gekommen und gesagt, du musst mindestens 48 Stunden fort sein, damit es vermisst gilt. Und dann gesagt, los, von 10, das kannst du jetzt einfach nicht sagen. Das heisst, das liegt bei uns. Dann gesagt, ja, aber das geht nicht, weil wir denken auch ja etwas anderes. Beziehungsweise wir hören wirklich etwas anderes. Und dann haben wir dann so überzeugt, dass er gesagt hat, eben fortziehen. Yeah. Weil dieses schlätzt die raus und die Leute lachen dann auch wegen etwas Falschem. Oder? Und in der Komik. Das weißt du, wenn du die Leute bewusst auf ein falsches Gleis leitest und es nachher dann auflöst, ist es lustig. Aber wenn die Leute abgelenkt werden, weil etwas nicht so klar ist, wenn ein leichter Stotterer, ein Versprecher am falschen Ort, die nächste Pointe funktioniert nicht mehr. Ja. Fertig. Und dann kann es eine Minute gehen, bis sie wieder zurück sind. Ja, weil sie denken, oh, der andere, ich glaube, es ist ein neurologisches Problem. Nein, sie denken, nein, sie werden einfach abgelenkt, das ist schlecht. Yeah. Eine Pointe hat etwas mit Timing zu tun, und wenn man das Timing stört und der Gedankengang stört, ist er weg. Und ebenso, wenn etwas, und gerade heute, wo sich Dialekte ja eh vermischen, finde ich, ist das eigentlich prioritär, dass man es verständlich sagt. Aber jetzt eben in deinem Fall überlegt, also kein Basler würde eben sagen, überlegt. Yeah. Sondern höchstens vielleicht jetzt ein Zürcher, der schon lange in Basel wohnt, aber das müsste dann im Stück auch klar sein. Das ist, klar. Ist ja nicht der Fall. Ja, aber mir ist genau gleich gegangen, als ich die Nummer noch gespielt habe, damals mit dem Vujo. Und ich habe immer Boden gesagt und dann hast du gesagt, das ist Boden. Ja. Und darum habe ich dann auch jedes Mal an dich gedacht, wenn ich sage, super schöner Boden. Ja. Schätzlich, aber guter Boden. Das macht wahnsinnig viel aus. Und das schätze ich aber eben zum Beispiel extrem an dir, dass du konstruktive Kritik äußerst und auch kannst annehmen, weil eben, wie du gesagt hast, weil es geht ja ums Besserwerden. Ja, aber schau jetzt, ich habe das Gefühl, im Moment, also Victor und ich sagen das auch oft zueinander, im Moment jetzt mit den Komikern, die so ein bisschen rum sind und sich kennen, du, Büssi, der Vetter, der Renato, Teisel, ich sage jetzt mal, die Jungen, ist saublöd, oder?
Du, ich nehme es gerne noch. Devil und so weiter. Nein, da ist einfach nicht so eine Neid. Und untereinander, außer man klaut. Das gibt es ja immer wieder in unserer Branche. Die Klauen finde ich so doof. Wirklich schlecht, muss man auch sagen. Aber so, dass man einander umzieht, oder wie Zarosa, wo dann alle, quasi alle, einfach die, die halt im Zelt oben waren, am 5. sind die am 9. quasi zu mir runtergekommen, im Blattersaal. Der Charles und Guayla gibt mir das Feuerzeug, wenn ich ein Feuerzeug muss suchen im Publikum. Das, oder? Ist, das ist so geil gewesen. Das hat mich ein bisschen gerührt, oder? Aber eben, also es ist einerseits die Programm, wo sensationell ist, aber für mich ist das sowieso ein traumhaft schönen oben gesehen, weil links von mir hockt Zuccolini, rechts das stimmt, Büssi, das schon gewesen, ja. Der Charlie und da denke ich, das kann aber auch nur Arosa machen, so etwas. Ja, aber ich finde auch, es ist halt, ich arbeite ja im subventionierten Bereich von der Kultur und im unsubventionierten Bereich von der Kultur. Und das ist etwas, was ich bei den Komikern schon schätze, ist, dass man einander schaut, dass man einander vielleicht auch Zeug sagt oder so. Und dass man einander in der Vorstellung hockt. Bei den Musikern gibt es das manchmal auch, aber bei den Musikern gibt es manchmal dann auch irgendwie die Harmoniepolizei, die genau schaut, ob einer falsch spielt, oder? Und das habe ich bei so Anlässen wie jetzt Zarosa oder so. Oder, darum finde ich natürlich auch so Zeug cool. Wie der Roast, wo ich jetzt halt nicht dabei war. Wo du nicht dabei gewesen bist, ja. Wo ich nicht mitmachen. Eigentlich finde ich so Zeug aber lässig. Das war ja mal die Idee gewesen vom Casino Theater Winterthur, dass eigentlich Leute auf der Bühne zusammenkommen, die sonst auf der Bühne nichts zusammen zu tun haben. So ist das Trio Patrick Frey, Victor, Jacopo und ich eigentlich auch entstanden. Oder? Wir haben uns dann halt... Der eine hat sich dann in die Richtung entwickelt oder die Projekte haben sich gegeben, dass wir jetzt nicht mehr zusammen geschafft haben. Aber das habe ich eigentlich immer super cool gefunden. Und das machen die ja sowieso, die zieht ja sowieso zum Teil ja, die Fraktionsstärke um. Oder? Es erlaubt es halt gut, weil Stand-up. Ist eine Form, die ein Vorteil ist für das. Das genau, ist eine Form, die wirklich halt, es ist, ich habe es mir schon oft überlegt, ich würde dich wahnsinnig gerne, ob du dann zusagst, ist eine andere Geschichte, aber ich würde dich wahnsinnig gerne in eine von meinen Shows einladen, aber wenn ich dann eben das Programm sehe, dann denke ich, das macht ja keinen Sinn, ja, das wenn, du, nicht, wenn du 15 oder 20 Minuten aus dem irgendwie probierst, rauszuzerren. Das ist ein Theaterstück. Das ist ein Schicht Stück, ja, aber vielleicht mache ich auch mal kürzeres Zeug oder... Ich meine, ich schaue sehr viele amerikanische Stand-up-Sachen und denke dann immer wieder, eigentlich müssen wir das auch mal ausprobieren. Yeah. Und ich war ja schon mal bei dir in einer Show gewesen, in Basel. Genau, das war aber eben eine Talkshow. Das ist eine Talkshow. Das ist natürlich nochmal etwas anderes. Nein, es ist eigentlich wie eine Late-Night-Show gewesen. Genau. Yeah. Jetzt sind wir auch im Fernsehen und sagen, da solltet ihr mal schnell schauen, was die machen dort. Im Hebsen. Das ist sehr lieb. Im Hebsen. Ich bin dort reingekommen und das war der Alain Eicher, der mir, glaube ich, abgeholt hat. Ein Kollege von dir, der Input war bei uns bei der Sendung. Und dann sage ich, lache ich so blöd in diesem Hebsen? Lustig, es sieht lustig aus. Sagt der Alain, was meinst du? Ja, einfach wirklich krass auf Retro gemacht. Also die Serviererinnen in diesem Saal... Die hatten einen kleinen schwarzen an und eine weiße Scheibe, wo das Portemonnaie drunter war, das Servierportemonnaie. Genau. Und es waren so kunstschmiedige, weiss lackierte Stühle und Bistrotischli. Bis ich gemerkt habe, das ist nicht auf Retro gemacht. Nein. Das war einfach jetzt immer so gewesen, die letzten 40 Jahre. Und hat einen gewissen Charme, oder? Das ist so. Also es ist, wo ich dann angefangen habe, Theater zu spielen, ist es völlig fern gesehen, dass dort mal irgendwie Publikum könnte sein, wo mein Zielpublikum war. Ja. Und dann mit dieser Primetime-Show haben wir es schon angekriegt. Und mittlerweile spiele ich fünfmal hintereinander solo dort. Und es ist traumhaft. Immer das Zeug aufreissen im Theater, gibt nichts so Schlimmes wie Besitzständer. Und was mich auch noch lustig gedacht hat, also dann war ja Uhren und Schmuck gewesen, also ein Uhren-Puff, oder? Und alle die Kebabstände, die es gab, oder immer noch geht, also, die haben ja alle weisse Hemden und Fliegen angehabt. Ja, yeah, ja. Yeah. Oder? Weil für Touren und Schmuck, da lernt man sich ein bisschen besser an. Genau. Als Checken-Türken, oder? Gut, jetzt der Touren und Schmuck wird es auch nicht mehr, in diesem Ausmaß geben, sagen wir jetzt mal. Aber ja, du bist dort mal zu Gast gewesen und... Und trotzdem, das ist ja nicht per se Stand-up. Also eben als Gast. Nein, das ist etwas anderes. Nein, Stand-up ist klar, das ist etwas anderes. Und
wenn ich eben an die Programme denke, dann sehe ich schon, wie das jetzt ein Stück ist. Aber wenn du sagst, irgendwann muss Stand-up machen. Ja, also ist. Gib Bescheid. Ich habe verschiedene Sachen in petto jetzt zu machen, die unterschiedlich spruchreif sind. Aber Stand-up ist natürlich immer etwas Spezielles, oder? Weil du kannst auch mal sagen, ich schreibe mal. Das ist ja das, was mir viele junge Leute, also viele sind es nicht, aber frage mich immer wieder junge Leute, ich will das gerne machen, was soll ich machen? Mhm. Dann sage ich immer, du musst es einfach mal schreiben. Schreib mal, du musst ja, kannst ja auch 8 Minuten schreiben oder 6, das ist ja Wurst. Und kann es ausprobieren und kann Leute schauen, die dir gefallen. Du musst deinen Geschmack schärfen. Ja. Und du darfst auch mal als Junge, darfst auch mal bestehende Sachen nachspielen, um zu schauen, was Timing ist. Einfach nie kommerziell. Mhm. Oder? Am Skilager oben, so habe ich auch gemacht. Ich glaube, jeder hat so jeder angefangen. Gemacht, oder? Und nachdem musst du deinen Geschmack schärfen und eine eigene Linie entwickeln. Mhm. Du musst herausfinden, was dir gefällt. Weil das kennst du ja aus dem Stand-up. Es gibt natürlich auch sehr viele Sachen. Das ist in Deutschland, das ist ja vor mehreren Jahren, ist immer der Freitag oben, ist einfach gefixt von allen Sendern mit Stand-up und Comedy. Mhm. Und jeder Stand-Upper ist gekommen und der ganze Amerikanische angefangen auf dem Weg, da ist Theater, habe ich das und das erlebt und so. Und die Formen, die musst du dann irgendwann sein, finde ich, oder? Weil sie werden langweilig. Du musst sie aufbrechen, du musst etwas anderes daraus machen. Mhm. Oder ich finde auch die Standard-Witze über die Deutschen haben es manchmal halt, es fällt ein bisschen mehr auf, weil es hat mehr Leute dort, die es machen. Aber so Sätze wie mein Steuerberater, sagt man neulich, dann lässt es mich ab. Ja. Ich will keine Geschichten von Steuerberatern hören, interessiert mich nicht. Weißt du, was mich unglaublich langweilt, sind Veganerwitz. Ja, habe ich auch überhand genommen, allerdings entwickeln sich die Veganer in eine Richtung, wo sie es manchmal ein bisschen leicht machen, weil in Großbritannien überlegen wir sich jetzt die vegane Bewegung als philosophische Grundhaltung zu akzeptieren, sodass sie dann rechtlich die gleichen Vorteile hat wie Judaism oder das Christentum und so weiter, oder? Das ist halt ein bisschen blöd. Aber ich meine, alle Gratis-Witze sind nicht mehr lustig. Yeah. Irgendeinst, oder? Alle Witze über... oder du überhörst es dann so saumässig, dass es wieder lustig ist, oder? Jetzt aber irgendwelche Freiburger, dass die Freiburger stinken, oder? Das sind Witze, die wir als Kind gemacht haben. Das hast du auch nicht einmal mehr mitbekommen. Oder? Aber warum kreisen, finde ich jetzt schon fast wieder lustig. Warum kreisen die Vögel über Freiburg, weil sie sich mit dem einen Flügel die Nase zu haben und nur mit dem anderen Flügel fliegen, oder? Das haben wir wahnsinnig lustig gefunden. Und das ist, oder Österreicher Witze haben sich auch lange gehalten, yeah, bis sich das Österreich dermassen gut entwickelt hat, weil es nämlich zum EWR nicht Nein gesagt hat, sondern ja. Das ist der Grund, dass es halt umgekehrt worden ist und vermutlich die Österreicher über die Schweizer Witz gemacht haben. Oder? Aber ja, das sind halt so Wellen. Und da gibt es auch Witz über Deutsche zum Beispiel, wo ich auch noch in 15-jährigen Nummern vielleicht drin habe. Mhm. Wo nachher mit dem deutschen Hass in der Deutschschweiz, wo sie einfach gefunden hat, das ist jetzt auch kein Witz mehr, das ist jetzt rassistischer Brunz aus einer bestimmten Ecke, da mache ich nicht mit. Mhm. Und ja, so muss man sich halt immer überlegen, mit welcher Haltung erzählst du einen Witz. Ja, gar nichts gegen rassistische Witz, wenn sie eine interessante Haltung darunter haben. Ja. Aber wenn sie die Haltung darunter haben, wie die meisten rassistischen Witz, wo ja Grundhaltung ethnozentristisch ist, das heisst, die eigene Ethnie ist die beste, wir sind die Einzigen, die gerade aussehen können. Langweilig. Ja, ja, weil es kann ja ein guter Witz über Rassismus sein. Ja, und da kommt es auch noch ein bisschen darauf an, was du machst, oder? Gut, ja. Wenn ein übler Witz, auch ein übler Frauenwitz in der richtigen Runde machst, kann das sehr wohl richtig sein, weil die Leute, die dort sitzen, wissen, wer du bist und auch wissen, wie es gemeint ist. Genau. Aber wenn du einen gewissen Witz in der Öffentlichkeit machst, können die Leute nicht immer wissen, was gemeint ist. Und dann kannst du dann halt selber damit umgehen, wenn dir die falsche Richtung zustimmt. Und vor allem, ich habe kürzlich einen Artikel gelesen, dass
rechte populistische Gruppierungen eben genau bewusst mittlerweile, wann Humor nutzen, um ihre Propaganda wieder zu verbreiten. Sollen sie versuchen? Bis jetzt sind sie ja nicht so erfolgreich. Nein, zum Glück. Sie versuchen sich an den Mina immer anzuhängen, oder? Also zum Beispiel beim Dave Chappelle, wo einfach ein Wahnsinn ist, ein amerikanischer schwarzer Stand-Upper, der sehr lustig ist, finde ich. Ja. Was sehr eine lustige Nummer hat über die LGBTQT plus whatever Symbol-Bewegung, eine Geschichte erzählt. Und dort hängen sie sich dann dran, oder? Yeah. Ja, kann man machen, aber wegen dem sind sie natürlich noch lange nicht lustig. Und wahnsinnig viele rechte Komiker gibt es ja eigentlich nicht, oder? Aber und jetzt in Deutschland ist ja interessant, was jetzt passiert im Zusammenhang mit der Greta Thunberg, wo sich einfach ganz viele Männer angegriffen fühlen. Also yeah. Auf der rechten Seite. Auf einmal so als Hassobjekt gesehen. Hassobjekt. Also eine 16-jährige Schülerin, die eigentlich nur die Einhaltung der Pariser Klimaziele fordert, einfach mit einem anderen Speech. Also mit einer anderen Haltung, mit einer anderen Lautstärke, ohne versuchen, sexy zu wirken. Also ohne jetzt einen auf, sagen wir mal, die Typen stehen ja alle auf Taylor Swift, weil die wahnsinnig sexy und weiss ist und schön kann singen. Ist auch schön, ist okay, oder? Und jetzt kommt da so ein Mädchen, das anders aussieht. Mädchen, junge Frau. Und das irritiert sie komplett, oder? Also der Dieter Nuhr ist ja dort drin. Geht in die Falle völlig erstaunt gewesen auf die Reaktionen. Oder der Serdar Semucu, auch ein Segondo-Kabarettist, der einen auf Türk macht, aber tatsächlich einfach relativ ein roher Ruhrpotter ist, ohne den Witz von der Ruhrpöttler zu haben. Und ich zum Beispiel einen der witzigsten Leute im Ruhrpott getroffen. Und in Hamburg, aber im Ruhrpott wirklich wahnsinnig. Und der Humor hat er irgendwie nicht, weil er so die Rants macht und dann so, ja, soll ich denn meinen eigenen Pimmel essen? Und dann denke ich, ja, das wäre noch eine gute Idee. Mach doch das. Es sind halt einfach Männer, die man ein Männerbild an. Ich will nicht sagen, dass ich den Schuss gehört habe, oder? Und dass ich einen strukturellen Feminismus von morgen früh bis zu oben Sport bekämpfe. Und da sind nicht frei von so Klischees. Aber wenn da mal ein kleiner anderer Wind kommt, finde ich das nicht so schlecht. Es ist sehr, sehr treffend, so Mundschuh-Imitation gesehen, übrigens. Ja, es gibt viele Männer, die das toll finden, oder? Weil es so wütig ist. Ja, naja. Ich habe einen Auftritt von ihm mal gesehen bei Nightwash, einen von seinen allerersten, wo er wirklich eben klassisches Stand-up macht, wo er sich über die wie jetzt heisst, neuen Live Call-in-Spiele, Wettbewerbssendungen und so okay. Aufregt und so. Und das ist wahnsinnig lustig gesehen. Ja, sicher. Hat viel lustiges Zeug gemacht. Aber hat dann zum Beispiel eben beim Arosa Humor Festival hat er ja mal einen riesen Eklat gehabt, weil er nicht in der Best-of-Sendung drin war. Und dann hat er ja gesagt, er sei zensiert worden vom SRF wegen seiner Aussagen. Und wo ich dann wirklich den Auftritt gesehen habe, ich muss sagen, ich glaube, hauptsächlich ist es gesehen, weil er nicht gut war. Ja. Und das ist oft das Problem, dass wenn natürlich ein Thema, eben vor allem, nehmen wir jetzt Greta oder was weiß ich, wenn so eins angerissen wird und du dann nicht die perfekte, richtig treffende Pointe hast, dann lässt es vielleicht lieber. Ja, nein, das ist natürlich auch einer, der sich sehr gerne als Opfer sieht, oder? Das ist ja, ich glaube, Bühnenkünstler sind da noch viel schlimmer als Politiker, was Eitelkeit angeht. Und gewisse Angriffe ist dann immer Zensur. Dass ein Bühnenkünstler vielleicht auch mal einfach schlecht sein kann, das überlegt man sich dann gar nicht. Also ich finde Zensur schon etwas Schlimmes. Nur wenn eben jemand schlecht war, ist er eben schlecht gewesen. Yeah. Und das Problem haben wir natürlich zum Teil auch, wenn wir sagen, wir wollen Frauenquoten auf der Bühne oder im Radio. Hat es jetzt ein paar Mal gegeben, so Aufschrei von den Frauen, die gerade, wie die Sendung von Büssi heisst, Männerquote. Quotenmänner. Quotenmänner, die aber ein halbes Jahr lang haben wir so ein Konzept nach dem anderen schreiben, drei Piloten machen
Und dann gibt es einen Aufschrei, Schweinerei, und die Frauen bekommen einfach innerhalb von 2 Stunden eine eigene Sendung. Das ist schlecht. Das ist... Ist abgelehnt worden dann aber. Ist dann doch abgelehnt worden. Genau. Mit dem Argument, hat der Büssi das letzte Mal erzählt, dass eine von den betroffenen Damen, die das angeboten worden ist, gesagt hat, für so wenig Geld schaffe ich nicht. Ist aber die gleiche Gage gesehen wie die herkriegen. Ja, das ist jetzt aber... Ich habe jetzt gerade überlegt, den Schnitt raus, wenn ich es euch erzähle, aber die Mäten ist es gut. Nein, aber das ist das, was ich eben zum Beispiel an dir schätze. Also wir haben noch nie so lange ununterbrochen miteinander geschwätzt. Das stimmt. Aber ich merke immer wieder anhand auch schon von kurzen Gesprächen, wie eben du hast so eine, wie will ich sagen, du hast so eine Übersicht und so eine Grundwissen über das ganze Business, ja. über Humor. Doch! Überschätzen wir jetzt mal nicht. Nein, aber es ist... Und das ist zum Beispiel, für mich persönlich ist das ein ganz wichtiger Punkt gewesen, wo ich noch nie bei Jacobo Müller auftreten bin und natürlich Havelle bei Jacobo Müller auftreten, haben wir uns mal irgendwann gesehen und dann hast du gesagt, ja, warum bist du noch nie bei uns auftreten? Und ich so, ja, eben, wieso nicht? Weil wenn man ja anfängt, hat man ja gerade, vor allem so die ersten 2-3 Jahre ist bei mir so gesehen, man hat so eine Anspruchshaltung. Eigentlich, ab dem Tag, wo man auf die Bühne geht als Stand-Upper, jetzt habe ich ja das Recht, bei Jacobo Müller aufzutreten, sozusagen. Und dann hast du gesagt, schick mir mal ein paar Videos. Und dann habe ich natürlich extra lang rausgesucht, welche Videos ich dir schicke. Stimmt, ja. Und dann hast du etwas mega Geiles gemacht, dann bist du andere Videos von mir geschaut. Hast schon die auch geschaut und hast dann aber auch noch andere geschaut. Und aber ich hatte das Feedback. Und, dann hast du, und ich habe das mega geschätzt und ich sage dir, im ganzen Ego-Wahn und Selbstverliebtheit und was weiß ich, habe ich das dann eben nicht persönlich genossen, ich habe es einfach nur geschätzt, weil du mir eigentlich durch die Blume gesagt hast, Glück, du bist noch nicht so weit. Ja, du bist noch nicht so weit, das habe ich auch nicht gesagt. Aber nein, aber halt, man schmeckt die Pointe noch zufrieden, ja, und, genau. Und so Sachen. Und dann hast du mir aber eben noch Sachen angeschrieben und gesagt, schau mal, bei diesem Video, du machst so eine Schrittabfolge, immer die gleiche, nach jedem Gag und so. Und ich bin so weggeblasen gesehen und habe gefunden, aber du bist drum? Ja dann später mal auftreten bei uns, oder? Ja. Ja, nicht so weit sein, das finde ich ganz schwierig, oder? Weil es setzt so eine lineare Entwicklung voraus, wo man auch könnte vorzeichnen eventuell. Und das glaube ich ja nicht, oder? Ich glaube ja leider in unserer Branche oder in dem, was wir machen auf der Bühne, sind die Entwicklungen so ein bisschen sprunghaft. Mhm. Und sie gehen ja nicht nur in eine Richtung. Das heisst nicht, dass du im Alter am besten bist. Es kann sein, dass man seine beste Zeit irgendwann hat und dann geht es runter oder rauf oder anders oder man macht eine Pause. Also ich will auch niemandem... die Zeiten sind ein bisschen vorbei aus der Hochkonjunktur, oder, wo man gewusst hat, hey, fucking life goes up. Du hast dann irgendwie mit 28 der erste Klapp, mit 31 heiratest, mit 33 hast du 2 Klapp, der eine grosse für Kind, Eigentumswohnung, Häusli, bla. Also die Zeiten, die hat es abgesehen davon auch noch nie gegeben vorher. Und die Zeit wird auch nie mehr kommen, wo es einfach nur ob sie geht. Also das Leben ist da. Ja, sprunghafter, aber schon echt auch cool, oder? Wenn man sich ein bisschen, also manchmal ist es vielleicht auch tragisch, aber es ist so ein bisschen voller Überraschungen, oder? Und natürlich hast du als Junge gekommen, also weißt du, das habe ich auch gehabt, habe ich auch gefunden, wieso haben wir die Arschlöcher vom Fernsehen eigentlich noch nicht entdeckt? Was ist los? Das ist vermutlich, weil wir zu Auto wohnen, oder? Darum habe ich auch so ein bisschen zürisch doof, oder? Die kommen nicht auf Auto. Ja, sie kommen nicht so auf Auto, ja. Gang halt auf Zürich, du Aff. Yeah. Aber eben, was wir machen, ist, hat auch ein bisschen wirklich etwas mit Machen zu tun und sich nicht zu früh zufrieden geben. Aber ich glaube schon, dass man immer besser wird. Vielleicht kann man nicht sagen pauschal, dass es linear ist, aber mit jedem Auftritt gewinnt man nochmal an Erfahrung und an Wissen. Also Erfahrung schadet nichts. Da sind wir uns sicher einig, oder? Aber weißt du, jetzt ein Künstlerleben oder auch so eine Biografie von einer Gruppe, ich war ja auch in vielen freien Gruppen gewesen. Oder von Duo-Formationen. Eine hast du sogar mitgegründet, oder? Die jetzt Alte, ja. Ja. Die gibt es auch immer noch, das ist immer noch ein Kleintheater, das Theaterstudio Alte. Gehe mein Zeug dort spielen, wenn es Platz hat. Zum Teil habe ich auch Riesen bei den Bödern. Nein, aber wenn es in der Schauspielhausproduktion ist, dann geht es auch nicht, oder? Es muss schon
technisch gehen. Und eben, aber was ich meine, wenn eine Entwicklung ist oder dass jemand sagt, vielleicht nach ein paar Jahren Bühne, ich habe es, glaube ich, gesehen. Ja. Ich gehe, glaube ich, in ein Heim kochen. Ich finde das cooler. Mhm. Oder irgendetwas anderes. Ich weiß jetzt nicht was. Das finde ich, mit dem muss man so ein bisschen rechnen. Mhm. Oder? Und es gibt ja auch die abgefuckten Entertainer. Das hast du vielleicht auch schon gesehen. Definitiv, ja. Also abgefuckte Entertainer, ich sage jetzt den Namen nicht. Ich habe mal einen gesehen, Giardino Verde. Ich habe so komisch gekaunert. Mit meinem Freund, also Farus Top Service, mit dem Harul. Yeah. Das heisst, man hat immer wieder so ein bisschen Intervention gemacht und Scheiß. Und der Entertainer, bin ich dann gesagt, hey, das Mikrofon läuft nicht, mein Problem. Das ist ja, schmiert doch gleich. Und ich so, aber wenn das Mikrofon läuft, dann kannst du nicht auftreten. Dann dreht ich ohne Mikrofon auf. Gut, dann hat man es zum Laufen gebracht und dann kommt er und erzählt einen Witz nach dem anderen. Und ich habe so ein bisschen Bauchlötz gestaunt, oder? Ja. Ich habe dort schon so, also ja, mir hast du ein Stück gemacht oder irgendwie, ja, hast du irgendwie, also, hast du noch ein bisschen eher im Viertel gehabt, wenn du auf der Bühne bist, oder? Ja, ja. Das hat gelangt. Und für gewisse längt das vielleicht. Und bei dem habe ich zum Beispiel nicht das Gefühl, du hast besser geworden aufs Alter. Gar nicht. Gut, eben, das hat sich auch mit einer eigenen Anspruchshaltung zu tun und Zufriedenstellung. Also, Es gibt Menschen, die finden ja auch ihr Ding und dann ziehen sie das auf die Tour und reiten das zu Tod und dann wirst du wahrscheinlich in dem jetzt auch nicht wirklich besser. Viele, ja. Aber es gibt so Geschichten von, kennst du Doug Stanhope zum Beispiel? Nein. Doug Stanhope, das ist so ein von den Ami-Stand-Upper, der nie ein riesen Publikum hat, aber halt auch in der Szene und von den Fans. Also ein von den Real Dudes angeschaut wird. Und im einen Podcast, wo sonst, erzählt der Bert Kreischer eine Geschichte, dass er ihm irgendwie angerufen hat und gesagt hat, hey, was machst du? Und also ich bin gerade am Knock-Knock-Jokes schreiben. Weißt du, Knock-Knock, who's there? Und er so, was? Und er so, ja, ich habe es noch nie gemacht. Ich will das irgendwie mal schauen. Es gibt sicher auch einen guten Knock-Knock-Joke. Ich bin jetzt ein bisschen dran und so. Und der macht seit irgendwie 30, 35 Jahren Stand-Up. Und ich glaube, das ist es auch ein bisschen, dass wenn du schnell rennen kannst, dass du dann vielleicht auch irgendwann mal schaust, ob du vielleicht noch kannst hochspringen. Und ob der... Ja, im besten Fall, ja. 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 Und dann behauptest du schon, eben mit der richtigen Einstellung, behauptest du schon, dass man immer besser werden kann. Wenn du jetzt sag schnell. Ja, nein, wahrscheinlich hast du recht. Es ist einfach ein bisschen heikel. Es ist ja insofern, eben, ich glaube nicht halt als Glück von der linearen Entwicklung. Mhm. Oder? Ich glaube, man muss an gewissen Punkten im Leben oder vom Alter, sage ich jetzt mit meinen 56, manchmal auch ein bisschen überlegen, in welche Richtung könnte es aber noch gehen. Mhm. Und das Gegenbeispiel ist, dass manchmal junge Leute auf die Bühne kommen, wo du denkst, fuck, woher habt ihr das? Wie der Giel, wo auch im Nightwash auftreten ist, wo im Rollstuhl ist und was hat er? Muskelkrankheit, oder? Mhm. Der Karl Josef. Eine ganz üble Muskelkrankheit, wo ja. In der Regel wirst 22, oder was? 14 ist er. Ja, aber man wird nicht älter als ja. 22. Ja, genau. Und halt irgendwie eine Show her, mit nicht nur guten Pointen, sondern auch mit einer lockeren Art, das Zeug rauszuschleudern. Mhm. Also, wo verreckst du vor Lachen, oder? Weißt du, manchmal gibt es junge Leute auch in Serien oder Kinder, die spielen in Filmen, wo ich denke, ja gut, aber dann höre ich auf, oder? Wenn die dermassen keine Angst haben vor gar nichts und das Zeug einfach so rausklöpfen in einer Selbstverständlichkeit und es ist dann auf eine Art ein bisschen egal. Aber die Unbeschwertheit, die hast du ja sicher auch mal gehabt. Und ich glaube, das ist linear. Die verliert man halt mit der Zeit, weil man schon... Du warst schon immer ein depressiver Mensch.
Nein, aber weißt du, was ich meine? Manchmal hast du als Junge zu viel Druck und manchmal hast du auch im Alter zu viel Druck, weil die Leute natürlich eitel sind. Wir sind ja eitel, sonst würden wir nicht auf die Bühne. Mhm. Und es gibt so, wie eine, so eine Mischung, die nicht immer ganz klar ist, wie sie ist. Oder? Es gibt junge Leute, die sich einfach keinen Kopf machen. Yeah. Und wegen dem Sack geil sind in Filmen oder Serien. Wirklich Hammer. Und dann gibt es auch Serien wie Modern Family, die auch Kinder drin haben, die sie haben müssen rausschreiben, weil sie nicht gut waren. Ja, mit der Entwicklung. Ja. Dort der Tochter. Zum Beispiel. Die ist als Kind, ist die super herzig gesehen, aber die kann nicht spielen. Also leider. Die asiatische Mensch. Ja. 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 Und die anderen drei Kinder sind aber auch super jetzt als Erwachsene, oder? Genau. Gut, die eine ist, glaube ich, eh schon, wo sie eine Teenie gespielt hat, ist die schon 24. Ja, ja. wenn du jetzt eben die Programm jetzt, heute okay. Gemeindeversammlung, anschaust, das ist ja eigentlich das dritte, wo du allein... Ja, wo ich allein spiele, aber die anderen zwei sind natürlich so Recherchestücke gewesen. Weißt du, da haben wir zwischen 30 und bis zu 70 Interviews gemacht und alles, was auf der Bühne gesagt worden ist, ist mal in einem Interview auch gesagt worden. Ja. Und zwar inklusive Satzabbrüche, Wiederholungen, weißt du, so... also Eltern oben... Eltern oben, Truppenbesuch. Truppenbesuch. Oder? Und das A1, das dritte, das wollte ich dann nicht mehr allein spielen. Aber dort ist, das ist auch so, dort habe ich viel gelernt über Sprache. Du hast mich zwar jetzt etwas gefragt und die schnurren einfach in die Kacke raus. Das ist ein Podcast. Nein, ist doch gut. Ich bin auch Gast. Perfekt. Nein, nur mal schnell. Aber was dort spannend war, ist, wenn du mündliche Sprache, die wirklich in einem Interview fällt, von Leuten, die sich nicht unbedingt gewöhnt sind, Interviews zu geben, dann schnurst du dann noch etwas länger. Ich habe mal ein Interview gemacht, kurz, 20 Minuten mit einem Soldaten in einem WK. Und dann ist die Frage, ja, irgendwann fragst du, ja, und gefällt es ihnen? Jetzt der Militärdienst macht, sagt, ja, also, ja, wie soll ich sagen, auf eine Art, ja, nein, im Prinzip bin ich schon der Meinung. Oder? Das hast du dann auf einem Blatt. Und dann denkst du, und dann ich weiß noch nicht, mein Bruder schon gelüht und gesagt, du, jetzt habe ich einen gehabt, das kannst du nicht brauchen. Ich sagte, wieso? Ich sagte, ja, dem ist einfach kein Satz. Und ich sagte, das wird transkribiert. Ich sagte, nein, das lohne ich. Also, lohne nicht jeden, lohne nicht alles transkribieren. Also, lohne abschreiben, oder? Hey, der Satz, da sind nachher die Leute im Theater zu uns gekommen und haben gesagt, hey, ist das wirklich so gefallen? Ich sagte, ja, das ist so gefallen. Zum Auswendiglehren ist es die pure Hölle. Also, ja. Das ist keine Logik, nicht, aber Sprache ist aber nicht logisch. Mhm. Und der Soldat war auch nicht blöd oder doof oder so, sondern der ist einfach in diesem Weg gekocht und hat gedacht, wenn ich mir die Frage jetzt wirklich ernst nehme, dann muss ich da rauslaufen. Yeah. Und er hat einfach nicht gewusst, wie er diese beantworten soll, oder? Weil er auch müde war und ja, das Übliche. Aber wie bin ich jetzt auf das gekommen? Wegen der drei Stück. Ah, ja, genau. Zwei sind quasi von Zitat zusammengewürfelt. Und das dritte, das jetzt der heutige Gemeindeversammlung, das ist fiktiv. Fiktiv, von A bis Z, selber geschrieben, spielst alle Rollen auf der Bühne. Und wenn du das anschaust, hast du nicht das Gefühl, so gut ist es noch nie gesehen. Schwierig zu sagen. Also, ich finde es selber gut. Oder ich habe die anderen zwei Solo gut gefunden und weißt, blöderweise spiele ich dermaßen gern. Ich habe schon schlechte Sachen gern gespielt. Mhm. Aber jetzt von der Entwicklung her, sagen wir mal, ist es da gut gelaufen, oder? Das kommt ja manchmal auch noch dazu. Das kennst du als Autor, du hast eine Idee, vielleicht für einen Stoff oder vielleicht für einen Film oder vielleicht für eine Serie. Du schreibst ein Papier oder für ein Stück, whatever. Schreibst ein Papier von anderthalb Seiten und diskutierst das mal mit deinen Leuten. Mhm. Und nach 40 Minuten denkst du, du bist schön dumm, sich überhaupt auf die Idee gekommen zu sein, oder? Weil du einfach das Potenzial falsch eingeschätzt hast. Und da war es von Anfang an so, dass meine paar Leute gesagt haben, das hat Potenzial, es ist allerdings ein Schwank. Mhm. Und es wird nur gut sein, wenn du alles spielst. Und wo man so überlegt hat, was könnte man alles reinnehmen. Und dann, also selbst noch erzählen, was du. Und nachdem bin ich auch eben auf
habe ich ein recht gutes Konzept gehabt, als ich gegangen bin, zu schreiben. Und das wollte ich nicht daheim machen, weil ich mit den 9 Jahren Late Night und 7 Jahren Bestatter bin ich wirklich immer ein bisschen angebunden gewesen. Ich konnte im Winter 3,5 Wochen Ferien machen, that's it. Und sonst habe ich geschafft, was ich auch sehr gerne mache, und ich arbeite auch gerne viel. Mhm. Aber dann haben wir entschieden, in die USA zu gehen, auf 29, dort, wo wir eine gemeinsame Freundin haben. Mhm. Und habe dort in so einem Guesthouse, das ist eigentlich eine Dreifachgarage, wo das 50er-Jahr-Haus abgebaut ist, habe dort ein super Atelier gehabt zum Arbeiten. Und er hat recht asketisch gelebt. Das ist beim Joshua Tree National Park auf der Nordseite, also auch nicht weit von den Eingängen, weil ich bin so alle 6 Tage gelaufen, kenne den Park relativ gut. Und habe dort geschrieben und bin am Morgen früh mit dem Hund raus und nachher dann trainieren mit ehemaligen Marines. Das ist dort die grösste Marine Base von den USA, also alles, was in Irak, Afghanistan, Iran geht, geht dort durch. Da darf natürlich leider nicht rein. Das ist auch genug weit weg gewesen, aber das ist so eine komische Mischung. Es ist High Desert, es ist hoch, es ist kalt. Es ist nicht so shiny wie Palm Springs oder Sunny California. Es ist schon Sonne, aber es ist kalt. Und je näher du zu der Base kommst, desto mehr Coiffeure hat es, wo steht Marines and Civilians. Und ich wollte dann dort mal Torschneiden. Dann habe ich gesagt, kommt gar nicht in Frage. Gut, du kannst nicht Torschneiden. Wir haben ja jemanden weiter vorne im Valley, der etwas teurer ist. Aber weil die kommen einfach mit den Maschinen. Oder? Auf VV. Ja, siehst du, jetzt bin ich wieder abgelenkt. Ey, echt, ich glaube es nicht. Das glaubt zum Neurologen. Ja, und dann habe ich das Stück dort geschrieben. Und das ist echt ganz gut gelaufen. Und etwas hat nicht gut geschmeckt an diesem Text. Und ich habe nicht gewusst, was. Dann ist er mir Raffi geschickt, bin lang gelaufen im Park und dann meldet sich zurück. Nee, und im Park hast du keinen Empfang, oder? Das ist gut. Du bist dann einfach am Tschienken. Lang, 6 Stunden, 7 Stunden. Und dann sagt er, läutet der Raffi zurück und sagt, irgendeiner ist dann, wo ich wieder daheim war, und sagt, es ist gut, aber mach es mal als Nacherzählung. Also das jemand von dieser Gemeindeversammlung erzählt und du kannst dann immer wieder in die Figuren spielen. Und dann habe ich so gesagt, ja, das ist aber ein grösserer Rewrite, oder? Und beim Sagen habe ich gedacht, haut Latz. Es gibt ja das Wort von Billy Wilder, Writing is Rewriting. Mhm. Und dann habe ich gedacht, fuck, jetzt kann ich alles nochmal machen. Und habe es dann einfach umwandeln zum Beispiel, das war ein ganz wichtiger Input gewesen. Und dann habe ich gemerkt, ja, ich muss ja nicht das ganze Stück umwandeln. Irgendeiner lässt es laufen, das merkt auch niemand. Das Stück hat im Prinzip 2-3 krasse dramaturgische Schwächen. Aber wenn du genug schnell bist und genug lustig, kommst du durch. Ich bin eigentlich ein Bescheissi-Siech. Und das ist schon bei den Sachen, die ich vorher gemacht habe mit Barbara Weber. Am Neumann haben wir nur noch eins gemacht. Früher haben wir in Wien und Berlin so mehrere Unplugged-Sachen gemacht, so schlampiges Dokumentartheater. Das sind nicht alle eben gut gewesen, die wir gemacht haben, aber ein paar sind gut gewesen, über Michael Jackson zum Beispiel oder über die RAF. Angefangen haben sie mit grossen Hollywood-Filmen, da bin ich aber noch nicht dabei gewesen, wo man sich so gewisse Freiheiten nimmt. Das kann man ja auf der Bühne. Auf der Bühne kann man viel mehr behaupten als im Film. Oder im Film muss man immer so ein bisschen realistisch sein oder ein bisschen naturalistisch sein. Hat sich jetzt auch geändert. Oder? Man darf 8 Sprünge machen mittlerweile. Das ist jetzt ein bisschen ein technischer Begriff. Also man kann Einstellungen machen und Schnittfolgen, die man vor 10 Jahren noch nie machen konnte. Das geht heute. Man kann auch Fuck-Anschlüsse machen. Das ist auch nicht mehr so schlimm. Damals haben sie auch nicht mehr so viel Geld. Wenn sie in die eine Seite filmen vom Tal, ist dort hat es vielleicht Schnee und auf die andere Seite hat es Sonne. Das ist, die kann sich so nicht mehr leisten, zu warten, bis es dort wieder Schnee hat. Oder auf der anderen Seite. Und kannst du natürlich alles digital ersetzen. Und kannst, ja, kannst nicht alles digital ersetzen. Digitales Ersetzen ist immer noch teuer. Wir haben es mit dem Bestatter auch immer gesagt. Dann machen wir den digitales für ihn. Das kostet noch 200 Stutz in London. Ja, am Arsch. Er hat gescheiter selber 1000 Steine dran gezahlt. Das ist so mies ausgesehen. Man kann eben nicht alles digital machen. Sonst kostet es richtig Geld. Also man kann es, aber es kostet. Es kostet immer noch viel Geld. Ja, und dann so entstehen natürlich Stoffe. Natürlich bin ich der Autor von diesem Stück, oder? Aber ich glaube, ohne dass du mit guten Leuten arbeitest, ich bin nicht der Typ zum ganzen Leben arbeiten. Wir haben nachher auf der Probe auch noch sehr viel Zeug geändert. Ja. Yeah.
gut lustiges Zeug. Wenn du in einem Flow bist, kommt der Scheiß in Sinn. Yeah, das musst du einbauen, oder? Das musst du aber aufschreiben und schauen, hat es dramaturgische Konsequenzen oder mache ich es gescheiter nicht mehr anders? Oder kann ich dort noch mal schnell auf das Retour kommen und einen Folgegag daraus machen und so? Also, ja. Ich habe schon gern, weißt du, wenn mir die Leute sagen, du bist eine coole Sau, aber in Worten arbeite ich immer in einem Team. Ja. Auch wenn das Team vielleicht manchmal sehr klein ist. Ja, es ist auf jeden Fall wirklich es ist sehr sehenswert. Spielst du nach dem Sommer noch weiter? Nein, ich spiele es nur noch bis Ende April. Nur noch bis Ende April? Ja, vielleicht nehme ich es später noch mal auf, aber ich werde mir dann neue Sachen zuwenden. Ich habe dann sicher 200 Mal gespielt und das ist gut. Ja, du hast irgendwann im 17 hast angefangen damit. Ja. Und dann aber noch schnell ein Jahr Knie dazwischen. Ja, gut, und dann habe ich natürlich mit dem Victor noch ein Stück gemacht. Giacomo Müller in Therapie. Mit dem sind wir auch noch unterwegs gewesen. Dann haben sie zum Teil parallel gespielt. Und noch Bestatter, oder? Habe ich auch noch eine Saison gemacht. Ja. Eine Staffel, sagen wir auf Deutsch. Eine Season. Eine Season, das habe ich jetzt gerade verhindern. Saison, ich dachte, das kommt so recht altmütig, cool daran. Wintersaison. Aber im Zirkus sagt man Saison, machst du eine Saison. Im Zirkus. Ja, es ist ja auch eine Saison. Mhm. Also, ja, es ist das gleiche Wort. Theatersaison, Spielsaison, es ist eigentlich überall. Mhm. Machst von im Normalfall Herbst bis Frühling. Der Knie kann natürlich im Sommer einiges spielen. Der Knie ist von März bis November. Ja. Genau. Und für dich ist ja, für den Victor ist das zweite Mal gesehen, für dich ist das erste Mal Knie gesehen. Hat er dich irgendwie im Vorfeld vorgewarnt, gewisse Sachen? Hat er, ja. Und du hast gesagt, geil, machen wir. Also weißt du, ich habe natürlich in verschiedenen Sachen schon vom Victor profitiert. Er von mir sicher auch, aber er hat mir natürlich beim Fernsehen schon auch, er hat einfach mehr Erfahrung, was zum Beispiel Schnitt angeht oder wie man ein Ketchup nimmt, oder? Mhm. Das habe ich mit der Zeit schon auch gelernt. Oder er ist sicher auch visueller als ich, was die Bildgestaltung angeht. Das ist alles Zeug, wenn du nicht von Natur gehst, dann musst du es ein bisschen lernen. Dann ist der Victor ja aber auch noch bekannt, dass er einigermaßen durchsetzungsfähig ist. Außer bei mir. Nein, aber das ist natürlich etwas, was wir nicht auch haben finden. Aber ich habe vom Victor auch gelernt, dass man gewisse Sachen als Komiker durchsetzt. Und man macht es nicht. Punkt. Mhm. Und das ist natürlich etwas, was in den heutigen Institutionen tendenziell eher schwieriger geworden ist, weil die Institutionen gewachsen sind, die Strukturen wichtiger geworden sind. Aber ich fühle mich immer als Macher und setze das auch immer als Macher durch. Und habe natürlich auch am Fernsehen mit der Zeit mir auch nichts mehr sagen. Oder wir haben es im Team entschieden. Es hat schon Leute gegeben, die rausgekommen sind. Auch Leute in der Struktur, die einem können sagen, los, das funktioniert nicht, mach das nicht. Oder? Aber ich habe immer gefunden, es ist ein grosser Gap zwischen Macher und Funktionär. Mhm. Und das macht mich manchmal vielleicht auch ein bisschen arrogant. Aber ich bin dem, der am Schluss den Arsch raus hat und nicht sie. Und wenn ich einen schlechten Film mache wie Tell, dann drei, nachher drei, vier, fünf Jahre nicht mehr. Und Funktionär, die arbeiten weiter, wie wenn nichts passiert wäre. Mhm. Das ist der Unterschied. Yeah. Oder? Und ich bin aber auch immer zu dem gestanden, was ich gemacht habe. Ich habe nicht Fernsehen gemacht und habe gedacht, ja, wenigstens kann ich Miete zahlen, aber ich wollte mit dem Sech nichts zu tun haben. Mhm. Ich habe es dann auch verkauft und promotet. Und vom was Zirkus angeht, hat der Victor mir schon sehr viel gesagt. Wir sind uns aber auch einig gewesen, dass wir dort Sketch machen und kein Theaterprogramm, das als Berliner Theatertreffen eingeladen wird. Oder? Also musst du dort deutlich sein, du musst laut sein, du musst klar sein und die Leute müssen sehr schnell lachen. Yeah. Und du musst laufen in dieser Manege. Und selbst der Victor hat das vergessen, bis der Urs Wehrli von Ursus Nadeschke dann mal gekommen ist und gesagt, du Victor, laufen. Gell? Und sagt, Kopfhörteli. Das, was er allen sagt, wenn du fragen kannst, kannst du schauen, selber auch vergessen. Im Moment, du musst dich bewegen in dieser Manege. Das ist etwas rein Technisches. Yeah. Auf der Bühne bewegst du dich, wenn du einen Grund hast, wenn du einen Impuls hast oder wenn du eine Übersprungshandlung machen willst, oder wenn du Unsicherheit zeigst und bewegst dich einfach mal so. Oder? Das kann sehr lustig sein. In der Manege bewegst du dich grundsätzlich und wenn du dich nicht bewegst, dann bist du jemand, der eine Durchsage macht für ein falsch parkiertes Auto. Aber du findest sicher nicht statt als Figur. Aber es ist ja, also beim Zirkus ist es ja nochmal verreckter, weil es fast 360 Grad
Publikum hat. Also musst du dich aufgrund von dem ja, schon bewegen. Aber das ist ja ein guter Grund zum Laufen, oder? Das genau. Ist, das ist ja gut genau. Eigentlich. Aber du siehst allein schon, finde ich immer faszinierend, wenn du eine kleine Bühne hast, wie Menschen statisch dort stehen und je grösser die Bühne wird, wie die dann eben langsam bespielt wird. Eben auch bei einem Stand-Upper, wo John Mulaney, der nichts physisch macht. Sobald aber seine Bühne grösser ist, muss der von links nach rechts laufen, um seinen Punkt besser überzubringen. Ja, aber auch dort hat es Leute, die zu viel laufen auf einer Bühne. Oder? Ja. Auf einer Bühne laufst du anders. Und wenn einfach einer nur tigert, dann denkst du, komm, behalte deine Energie. Das habe ich früher gemacht. Ja, okay. Natürlich, das ist auch logisch, das habe ich auch schon gemacht. Ja. Das hat der Victor auch schon gemacht, bei Ansagen. Aber das muss man dann eben, das ist dann eben verlorene Energie. Mhm. Und im Zirkus ist es nicht verlorene Energie, sondern du gehst sie wirklich holen, indem du dich bewegst. Mhm. Wie ein Rössli. Und wie hast du das Nomadenleben gefunden? Also habe ich super gefunden, aber das ist jetzt auch nicht etwas, was ich gedacht habe, wo ich wird ein Problem haben damit. Also, ich bin... Nicht, dass ich früher von daheim ausgezogen bin, aber ich habe mit 16 einen Mansarten gehabt und dann habe dort geschlafen, wo ich wollte. Ich bin relativ liberal aufgewachsen, das war nicht so ein Problem gewesen. Und den Wohnwagen finde ich, also würde ich jedem Hotelzimmer vorziehen. Wirklich? Ja, du hast immer einen Kühlschrank, wo kannst du fressen. Nein, aber du hast alles auf kleinem Raum, oder? Und du kannst dort drinnen schlafen, du kannst lesen, du hast eine Toilette, du kannst duschen. Und gerade im Sommer, also auf den sehr schönen Plätzen, ist es dann wirklich auch jetzt also etwas Ferienlagermässiges gegangen. Mhm. Gut, du hast oben in Stollen müssen von 2300 Leuten jedes Mal, aber kaum ist die Show vorbei, hast du ein Weisswein trinken und also ich hatte Time of my life gehabt. Der Wohnwagen steht nicht immer an so tollen Ort. Das kann ja auch mal 30 Meter neben einer Autobahn sein. Yeah. Und das sehe ich die ganze Zeit. Oder es stehen nicht alle Wege zusammen, weil man keinen Platz hat. Und dann wir sind dann immer bei den Direktionswegen gestanden, aber die sind dann alle am Arbeiten. Und du willst dann auch nicht unbedingt den ganzen Tag im Rheintal verbringen bei Nebel und Piss und in deinem Wagen sitzen und für jede Zigarette, die raus muss, ist aber ein nasser Grind. Mhm. Wenn du kein Vorzelt hast, oder? Das ist dann dieses, ein bisschen. Aber gut zum Überleben. Tiny House ist ja der grosse Trend jetzt. Vielleicht... Ja. Nein, Tiny House ist eine super Idee, aber eigentlich geht es um verdichtet zu wohnen, oder? Das würde unsere Städte oder unsere Kackstreusiedlungen, wo sie da die Einfamilienhäuschen geworfen haben, die hängen. Das müsste man ändern. Aber eben mit wenig umziehen, das gefällt mir schon. Aber eben, du bist im Zirkus immer mit dem Zirkus unterwegs, oder? Mhm. Du bist auch nicht irgendwie auf Campingplätzen oder... Du hast nervige Nachbarn, du bist immer... Du bist immer die Leute, die immer dabei sind. Mit deinen Leuten ist es am Anfang noch nicht so stark, oder? Aber das Gefühl, aber die Hilfsbereitschaft im Zirkus, das habe ich noch nie gesehen. Also du musst, wenn du das Vorzelt aufstellst und ich, oder weiß ja nicht so genau, wie das geht, du kratzt mal kurz im Kies, es kommen zwei um die Ecke, Zäckel und sagen, you need help? Mhm. Sagst du, no, I'm fine. No, I think you need help. Weil du musst die Zelt ja richtig runterbinden und du brauchst die richtigen Hering. Und ich habe so Hering aus dem Baumarkt und dann schauen die das so an und sagen, that's for nothing. Und dann gehen sie schnell in die Schlosserei, die nicht weit ist, oder? Und kommen mit Hering zurück, wo so also, ja, wie ein Zeigefinger, so dick Stau sind. Und mit dem richtigen Hammer. Mhm. Und das ist, also in Amerika bin ich auch schon gecampt, so vor ganz vielen Jahren. Dort finde ich es auch cool. Mhm. Aber es ist eben nicht campen, es ist zusammen rumziehen. Gut, in Amerika hast du ja die Weite. Und ich glaub, mehr Platz. Eben, das ist behaupte ich, ich bin jetzt noch nie gross gecampt, aber ich glaube, das ist denen auch viel schöner und erträglicher. Glaube ich auch. Also darum ist zum Beispiel auch, eben 29 Palms bin ich ja auch schon mehrmals gesehen und habe auch zwei Programme geschrieben dort. Leider nie bei unserer gemeinsamen Freundin, weil die dann immer in der Schweiz ist. Tja, das ist mein Privileg. Ja, siehst du noch? Nein, sie ist, ich gehe in der absolut heißesten Zeit. Wann bist du gesehen? Ja, nein, bei Januar, Februar. Ja, das ist schon perfekt. Ja. Nein, also im Sommer ist es schon ein bisschen sehr heiß. Ja. Aber das ist dann eben für mich gut gesehen, weil dann bist du wirklich darauf konzentriert, in diesem Hütchen zu schreiben. Aber hast du denn dort einen Air Condition? Sonst verreckst du, oder? Ja, so eine Swamp Cooler. Ein Swamp Cooler.
Geil, ist nicht so gut für Gelenke. Die älteren Leute mögen es nicht verleiden. Das ist ein Swamp Cool ist eine super Klimaanlage, die 40 Watt braucht, oder? Und mit Wasserschaft. Yeah. Aber es ist auch ein bisschen feucht, oder? Das habe ich aber geil gefunden. Geht nicht, wenn du jetzt Arthritis hast oder so, ist es nicht gut. Yeah, okay. Aber sonst ist es natürlich recht ökomässig. Du kannst ganze Hütten runterkühlen. So. Mhm. Was machst du, um dich gut zu fühlen? Sachen, die ich mir nachher nicht mehr so gut fühle. Alkohol, Essen, Drogen. Nein, um mich gut zu fühlen, mache ich eigentlich das Gleiche wie die meisten anderen Leute auch. Das ist Lesen. Also ich bewege mich wirklich gerne. Ich weiss, man sieht mir das nicht so. Aber ich mache gerne Sport. Ich will mir gerne oder fahre Velo, gehe auf den See oder gehe segeln. Hast du die Bötchen noch? Ja. Auf dem Zürichsee, oder? Ja, ja. Ja. Ich habe allerdings, und da werden wir jetzt viele Leute vielleicht den Grind ab, ist ein Motorboot und ein Segelboot miete. Und das Segelboot, segeln kannst du eben den ganzen Winter auch. Mhm. Bis am 26. zum 3. gehen segeln, mit Leuten, die keine Erfahrung haben. Und es war unglaublich kalt gewesen, aber es hat ein bisschen Luft gehabt ohne Ende. Und wir sind 3 Stunden wirklich auf dem Zürichsee, also fast Grace, das ist ein bisschen altes Schiff, das gutmütiges, super. Oder Social Life, ich finde, ich spiele viel und das merke ich immer, dass mit dem Social Life ein bisschen fehlt und dann koche ich und lade ein. Machst du das? Ja, mit Alk und allem, was dazugehört. Wie lange musst du etwas im Voraus planen? Das braucht ja eben... Am liebsten 4 Stunden. Das ist aber in Zürich oft nicht möglich. Nein, ich habe ein paar Freunde, die sind nicht nur, aber auch Freunde von mir, weil du kannst sagen, JP würde eigentlich etwas kochen, wie sieht es aus? Ja, ist gut. Zack. Mhm. Und ich kann nicht auf 14 Tage aus eine Einladung planen, dann wird es mir schon wieder langweilig. Das ist eben ein bisschen das Problem, das ich merke, dass wenn ich dann mal Zeit habe, spontan, sind alle immer irgendwie ein bisschen geplant und so. Busy. Und das ist in meinem Fall so, in den 20er Jahren ist das einfacher gewesen, weil es sind alle Studenten gewesen, dann haben sie immer Zeit gehabt. Ja. Und jetzt ist es wirklich, ob man es will oder nicht, jetzt musst du so eine Scheiße essen, musst du wirklich planen. Nein, aber dann musst du an einer Mission sein und das deinen Freunden um die Ohren schlagen. Ich gehe etwa zwei im Jahr mit einer Filmproduzentin essen und die macht internationale Co-Produktionen. Der könnte, jetzt ist 5 ab 6, oder? Ja. Der könnte sagen, Ruth, hinech, hättest du Zeit im See, Frau Prasserin? Ja, ist doch super. Nein, also natürlich gibt es jetzt, wenn irgendwie 5, 6 Leute einladen in einer bestimmten Runde, wird es natürlich komplizierter, ist klar, oder? Ja. Aber so eine 4-5er-Runde und ich koche auch nur bis 4-5 gut. Oder? Nachdem bin ich schon leicht überfordert, aber leicht. Aber es ist eine gute Zahl, ja, bis so 4-5. Ja. Auch zum Schnorren. Ja. Geht ja noch ums Schnorren. Ja. Klar, selber gut essen. Und es gibt natürlich auch viele Freunde, die das schätzen. Oder? Also wenn du natürlich Freunde hast und dann stellst du irgend so ein Töpfchen, weißt du, so ein Lagröse-Töpfchen auf den Tisch und dann machen sie es auf und Muscheln. Oh nein, das haben wir. Ah, oh, das genau jetzt und so. Und dann ist natürlich, weißt du, du brauchst schon gute Esser, die einfach verrecken, wenn du das Zeug auf den Tisch stellst. Oder? Yeah. Und nachher dann noch ein Fisch oder irgendwie eine Gemüsegeschichte oder so. Wir sind daheim, wir sind zwei, also mein Bruder und ich. Was 7 Jahre jünger ist als ich. Und wir sind eine verfressene Familie, das stimmt. Aber wenn die Mutter in die Küche raus ist, geholt, und wir haben noch nicht gesagt, es sei gut, dann ist der Vater zusammengeschissen. Wirklich? Wenn sie zurückkommen und sagen, es ist gut gewesen, Opfer, was meine ich eigentlich? Und sie zurück und sagen, oh, Mutter ist so gut. Ah ja, freut mich. Weil es gehört dazu. Wenn jemand gut kocht, musst du aber auch jemanden haben, der rühmt. Wenn du jemanden hast, der mit dem Ellbogen auf dem Tisch anlehnt und so reinschaufelt, dann ja. Ja, und du brauchst aber auch Leute, die es annehmen können. Also du kannst, wenn du jetzt gut kochst und Leute sagen, hey, das ist jetzt richtig geil, dann musst du es ja auch annehmen können. Ja. Es gibt nichts Schlimmeres als die Menschen, die dann so das, so, ja, es geht. Also, ja, letzte Woche ist es besser gesehen. Da bin ich leider auch nicht so ein cooler Sieg.
Also nein, ich freue mich schon, wenn es gut ist, oder? Aber ich habe dann schon schnell natürlich das Gefühl, da hat man noch ein bisschen. Und wenn du vor allem neues Zeug ausprobierst, dann hast du es auch nicht natürlich. Aber zeigst du das nach Hause oder sagst du einfach Danke? Nein, das sage ich auch mal schon. Ich finde jetzt, das hätte jetzt also knackiger sein können. Also. Und da regen sich meine Leute manchmal auch auf und sagen dann eben halt der Latz. Und das gehört eben auch zu einem Bühnenberuf, finde ich, wo du dich ständig tust, exponieren und es wird gelacht. Wenn es gut läuft, nimmst du auch viel Gage heim, oder? Gehört auch dazu. Wenn du einen grossen Saal spielst, nimmst du viel Geld. Das kenne ich noch nicht. Ja, warte ab. Und nein, und du bist der Siebensieger und alle klopfen dir auf die Schulter, weil Kritik können dir die Leute nicht sagen, oder? Du bekommst meistens um ein Lob. Dann gehört es aber auch dazu, dass du ein Umfeld haben oder unter Umständen sagen, hey, im Fall, es fährst du schnell, gehst du schnell auf Spinnen, gell? Jetzt lass ich vielleicht auch anderen zu. Ja, das definitiv. Das ist ja so. Wir aufhören. Du hast ja noch. Sag mal, du hast keine Notizen, oder? Du schaust einfach immer auf den grauen Tisch, als würde ich die billige, hure, dreckige Zinkplatte inspirieren. Schaust immer wieder so und dann kommt eine neue Frage. So ist es. Ja, aber ich weiss, aber zeitlich sind wir jetzt langsam am Ende. Du spielst ist noch. Ein sehr gutes Talent. Danke vielmals. Wenn es dir langt, auf so eine Platte zu schauen. Das ist, dort wird schnell nachgedacht, wenn ich Platte. Ja, ich spiele dort natürlich heute noch. Ja, du spielst noch? Es geht heute so endlich wieder mal um mich. Ja. Und ich hoffe auf eine baldige Fortsetzung. Danke, Mike. Anytime. Danke dir. Geiles hier.